mit dieser Schießerei, mit dieser Gewalt, das muss doch nicht sein. Wir können doch auch drüber reden. Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautschmar und ich begrüße euch wieder recht herzlich bei Far Cry 5. Und ich dachte mir, bevor ich wieder ins Sägewerk fahre, gehe ich doch erstmal bei den verschiedenen Leuten im Gefängnis vorbei und nehme die Quests an, weil wenn wir schon mal da sind, ne, sollten wir das auch tun. So, der ist natürlich verschlossen. So. Dann quatschen wir nochmal mit ihm hier. So. In den letzten zwei Tagen sind ein paar Leute verschwunden. Wir wissen nur, dass wir sie nicht im Bliss verloren haben. Es gibt Gerüchte über einen Ort, der von Faith-Jüngern geleitet wird. Einer dieser Orte, von dem man nicht zurückkehrt. Folter, Ertrinken, Opfer. Die Leute sagen, jeder, der Faith-Klein-Pilgerfahrt nicht beschreitet, endet da. Ich glaube, wir haben hier ein echtes Problem und jemand muss sich das ansehen. Jemand, der zurechtkommt, falls es sich doch um mehr als nur Geschichten handeln sollte. Sei vorsichtig, Rookie. Okay. Eine schwebende Frau begegnet, das ist Faith. Habe ich mir fast gedacht. So, okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Die lassen wir mal links liegen. So. Ah, ich glaube, wir müssen da lang. Ja, genau. So, mit ihm können wir quatschen. Hast du eine Sekunde für mich? Wir haben diese eine große Aufgabe hier und die lautet, Faith aufzuhalten. Sie hat mir alles genommen. Meinen Job, meine Ehe, sogar meinen Sohn. Und alles nur wegen diesem Bliss. Du bist jetzt einer von uns. Ein Kuga. Wir sind ein Team und helfen uns gegenseitig. Und jetzt brauche ich deine Hilfe, Deputy. Kennst du unsere Trinkwasseraufbereitungsanlage? Die Sekte hat sie besetzt und pumpt sie voller Bliss. Ist das zu glauben? Direkt ins Trinkwasser? Was für Monster tun so etwas? Tja, damit wird Faith nicht länger durchkommen. Ich sage dir was. Wir werden das schleunigst unterbinden. Was sagst du? Keine Ahnung, wie lange wir hier... Ja, finde ich gut. So, kann ich ja mal vorbei, bitte? Kann ich ja... Na, cool. Ich... Ah, danke. So, dann halt so. Okay. So, okay. Gut, was haben wir denn hier? Da gehen wir mal weiter. Wollen wir... Irgendwo war noch was. Irgendwo ist noch eine Quest versteckt. I feel it. Aber wahrscheinlich da oben. So, wie komme ich da? Komme ich da irgendwo ganz hoch? Hoppla. Oh, hoppla. So, gucken wir mal. Irgendwo muss es doch da hochgehen, oder? Komme ich so da hoch? Nein. Nein, du bist nicht echt. Du bist nur in meinem Kopf. Doch, ich bin echt. So, dann gehen wir mal da raus. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja auch von außerhalb rein. Irgendwo. So, da oben, genau, zu ihr wollten wir. Ja. Sie war jetzt bisher nicht so freundlich, aber ich meine, gut. Das kann man ja. Lust auf Action? Das kann man ja ändern. Hey, entschuldige das von vorhin. War nicht cool. Ich bin schwierig. Da kannst du jeden hier fragen. Ah ja. Aber ich arbeite dran. Also, Neustart. Willkommen. Unser Team hier wird dir gefallen. Alle sind stark und das müssen wir sein, wegen dem, was da draußen los ist. Ich hoffe, Earl hat recht, was dich angeht. Wir alle versuchen herauszufinden, wie man Eden's Gate besiegen kann. Wenn du mich fragst, fängt alles mit Faith an. So nennt sie sich zumindest im Moment. Hast du diese riesige Statue auf dem Hügel gesehen? Natürlich hast du. Ist ja nicht zu übersehen. Der alte Joseph Seed, der Vater. Faith hat dieses hässliche Ding von ihren Groupies für ihre Pilgerreise bauen lassen. Hast du sie gesehen? Diese armen Irren auf dem Weg zu dieser Statue? Furchtbar. Wir müssen diese Statue abreißen.
damit die Peggys wissen, dass ihr Vater kein verdammter Gott ist. Er ist nur ein Mensch. Was meinst du, Rookie? Mach ein schönes, großes Loch in das Ding. Sehr gern. Du bist gar nicht wirklich da. Sehr gern, sehr gern, sehr gern. So, jetzt gehen wir mal da wieder runter. Und jetzt machen wir aber unsere... Ja, es ist immer noch drin. Genau. Das ist sehr schön. Genau, jetzt machen wir nämlich unsere Tour zum Sägewerk. So, wir könnten es uns natürlich nochmal markieren. Wäre von Vorteil. Wo ist denn das? Ach. Jess Black. Bin beim Sägewerk. Die Tag. Okay. Ja. Da haben wir wenigstens dann Jess auch noch. Wir haben es markiert, aber es wird uns irgendwie nicht angezeigt. Ist auch irgendwie komisch. Naja, egal. Wir fahren mal da lang. Fahren wir fast in jedes Gebiet rein und ich wollte eigentlich nur das jetzt von John Seed, weil den haben wir ja jetzt bald. Aber egal. Wenn wir sie noch als Begleiterin haben, ist ja nicht verkehrt. Ah, und jetzt wird es uns auch angezeigt. Sehr schön. Wow. Ah, sehr schön. Die liegen aber ganz gewaltig, die Pickups da. So, okay. Gucken wir mal, dass wir jetzt dahin kommen, wo wir hin wollen, zum Sägewerk. Und da hätten wir noch einen Begleiter freigeschaltet. Wäre sehr, sehr cool. Allgemein könnten wir mal wieder einen freischalten. Einen Begleiter, also beziehungsweise mal wieder mitnehmen. Schauen wir mal. Jetzt fahren wir erstmal dahin. So. Oh, das sind doch solche Blissfelder, ne? Wenn wir jetzt gerade dran vorbeifahren, muss man echt aufpassen. So. Okay. Nicht mehr ganz 2 Kilometer und dann sind wir da. So, ich bin sehr, sehr gespannt, was uns am Sägewerk erwarten tun wird. So, ui. So, rustikal. Oh, guckt euch aber mal diese Aussicht an. Richtig, richtig cool. Hier haben wir auch Elche, sehr schön. So, da vorne müssen wir links abbiegen. Machen wir doch. Nehmen das Schild auch gleich mit. Ja, die Karte ist nicht gerade klein, das muss man sagen. Ne? Also, man ist da schon ein bisschen unterwegs. Holla die Waldfee. So. Huch. Immer diese Schießerei, immer diese Gewalt, das muss doch nicht sein. Wir können doch auch drüber reden. Alter! Pass doch auf! Immer diese Suizidgefährdeten.
So. Mann, sind wir jetzt endlich bald mal da? Wäre ganz cool. Mann, Mann, Mann. Am Arsch der Welt, dieses Sägewerk. Aber Schnellreise können wir noch nicht machen, weil der war mir noch nicht. So, aber jetzt ist es auch definitiv nicht mehr weit. So. Oh, Jacobseeds Gebiet. Es war mir irgendwo klar, dass wir jetzt in jedes Gebiet mal irgendwo reinkommen. So. Oh fuck. Ich schicke Verstärkung. Oh komm schon. Schnell mal flüchten. Fuck, das wird heftig. Boah. Wer hätte das gedacht? Ich dachte schon, Gefängnis wird heftig, aber. Okay. Naja, schauen wir mal. Ach, von da kommst du her. So, haben wir euch erwischt? Nee, der steht noch auf. So. So. Ah, dann schauen wir mal. So, erstmal hier das hier. Gut, hat's erledigt. Ah, das sind die Wurfmesser, wo ich hatte. Oh fuck. Oh Kacke. Oh Kacke, oh Kacke, oh Kacke, Kacke, Kacke. So. Kannst du mal gleich vergessen. Oh mein Gott, so. Weiter geht's. Wo ist denn der hin? Yes! Das Sägewerk haben wir befreit! Wow. Yes, baby! Ba, 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 ba. Oh yeah, noch eine Begleiterin. Sehr schön. Sehr schön. Und es gibt wieder neue Quests. Natürlich. Du hast ein echt großes Herz. Kannst kaum fassen, dass diese Wichse dort Gefangene gehalten haben, die nur auf ihre Indoktrinierung gewartet haben. Danke, dass du Jess da rausgeholt hast. Meine Nichte ist zwar echt knochenhart, aber sie hat ständig Ärger. Könntest du für mich nachsehen, wie es ihr geht? Jo.
Danke, dass du mich rausgeholt hast. Ich bin Jess. Wenn du dich hier draußen mit der Sekte anlegst, dann kennst du bestimmt schon meinen Onkel Dutch. Pass auf, ich habe nicht viel Zeit, also komme ich gleich zur Sache. Ich war einem von Jacobs Fanatikern auf der Spur. Nennt sich der Koch. Ja, klingt nicht so gefährlich, was? Aber glaub mir, das ist ein kranker Typ. Hab ihn fast erwischt, aber eine Peggy-Patrouille hat es auf mich abgesehen. Ich brauche deine Hilfe. Diese Spur darf nicht kalt werden. Wenn du dich den Whitetails anschließen willst, ist das deine Chance. Und viel wichtiger, du hilfst dabei, ein übles Arschloch unter die Erde zu bringen. Wir müssen. Schon zu viel Zeit verschwendet. Mir Whitetails? What? Okay. Okay. Hier lang. Ja, dann geh mal voran. Liebe Jess. Wir hätten auch ein Auto nehmen können, so ist es nicht, aber du bist mehr so der Naturmensch, glaube ich. Siehst du? Seine Visitenkarte. Unschuldige, bei lebendigem Leib verbrannt. Hä? Die verdammte Sekte krallt sich jeden. Die zerren dich aus deinem Haus, aus der Bar, sogar aus der Kirche. Denen ist egal, wo du bist. Sie stecken dich in eine von zwei Schubladen. Schwach oder stark. Jacob baut sich eine Armee auf. Und jeder, der nicht für ihn kämpfen kann oder will, ist so gut wie tot. Die Herde ausdünnen nennt er das. Massenhinrichtung Unschuldiger. Alle dachten, das wäre nicht wahr, was keiner glauben wollte. Okay. Ich glaub dir's. So, ist es noch weit? Mann, Mann, Mann. Ah ja, guck mal da. Na, geil. So. Ah ja, du entfernst dich zu weit vom Verbündeten. Ist ja in Ordnung. Dann komm, das hast du bisher sehr gut gemacht. Ich habe nur einen kaputt machen müssen. Und dann ist da noch der, nach dem wir suchen. Der Koch. Er ist einer von Jacobs Lieblingen. Der die Reinigung leitet. Der Koch hat Jacob den ganzen Quatsch abgekauft. Aber jetzt kriegt der Wichser, was er verdient hat. Cool. Dann gehen wir mal zum Koch. So, wo ist der Koch? Okay, wir haben es fast geschafft. Das finde ich schon mal sehr gut, dass wir es fast geschafft haben. Mal schauen. Vorsichtig. Unten bleiben. Okay. Oh, Geiseln müssen wir aus dem Lager befreien. Okay. So, dann gucken wir mal, dass wir das relativ lautlos gewuppt bekommen. Scheiße. Fuck. Das bringt mich um. Verdammt. Deine Sünden verdorbenen. Fuck. Ah, das ärgert mich. So. Wahrscheinlich sterben wir hier. Hilf mir bitte. Die tun dir leid. Du bist eine Scheiße.
Vielen Dank. So. Auf den Berg gebracht. Okay. Legen wir los. Auf den Berg? Och nö, nicht schon wieder. Vor ein paar Jahren hat Jacob einen seiner Leute losgeschickt, um eine Familie abzuholen. Eltern und Kinder. Als erstes hungerte er sie aus. Gab ihnen nichts. Noch nicht mal Wasser. Nach 3 Tagen waren sie so durstig, dass sie ihre eigene Pisse trinken mussten. Aber die Kinder wollten nicht. Also haben die Eltern sie gezwungen. Sie haben es gleich wieder ausgekotzt. Das gefiel dem Koch nicht. Also hat er die Eltern an Pfählen in der prallen Sonne aufgehängt. Krass. Was für ein krankes Schwein. Warte, ich glaube, ich habe was gehört. Ja, ich auch. Das war nicht zu überhören. So. Ja, ich weiß. Ich weiß. Kommen wir erstmal von dieser Seite, glaube ich. Du, schaust du mal nach? Okay. Fuck. Was? Wo ist denn da noch eine? So, erstmal die Geiseln befreien. Aber irgendwer wird sie aufhalten. Tu doch was! Reit mit den Herren! Danke, Deputy. Danke. Oh Gott. Der Koch hat die anderen in die Grube gebracht. Ah, das ist noch. Ich kann dir nicht genug. So. Übrige Geisel, was? Auch wieder einer gestorben, was? Folge Jazz, okay. Komm. Jazz, wo willst du hin? Hast du mal Zeit? Nein. Du bist neu hier, oder? Der Koch hatte also Eltern an Pfähle gebunden. Und wollte den Kindern etwas Wasser geben. Und dann fragte er sie, ob sie Hunger hätten. Verhungern sagten sie ja. Und dann um Essen zu betteln. Ob sie Schweinefleisch wollten, fragte er. Das wollten sie. Also ging er zu den Eltern raus, zog ihnen die Schuhe aus und begann. Das kleine Schweinchen ging auf den Markt zu spielen. Und das Blut floss in Strömen. Koch grinste breit, als er den Kindern die Stückchen hinhielt. Alter Schwede. Was für ein krankes Arschloch. Wird Zeit, dass wir den beseitigen. So. Ich hoffe, wir sind gleich da. Wow. Oi. Ich soll mich um. Der war einfach
verschwunden. Wie eine Katze in der Nacht. Naja, deshalb nennen sie ihn jedenfalls einen Koch. Oh Mann, wir müssen uns beeilen. Ich glaube, er hat schon wieder neue Opfer. Alter. Komm, ich geh mal vor. Ja, es tut mir leid, aber das war jetzt der schnellste Tor. Wo sind denn die? So. Okay. Sichere das Gebiet und rede mit Jess. Das kriegen wir hin. Bei dir, richtig? Wenn... Also, wenn du jemanden brauchst, der auf dich aufpasst, sag Bescheid. Und... danke für alles, was du getan hast. Bitte, bitte. Alter, guck dir das hier an. Ein Gericht, das kalt serviert wird. Jawohl. Krasse Scheiße. So, okay. Hey Deputy, meine Nichte ist nicht die freundlichste. Aber wenn du etwas schnell und einfach erledigen willst, ist sie genau die richtige für dich. Pass gut auf sie auf, okay? Mach mal. Sie hat eine Menge durchgemacht. Sie jetzt mit dem Quad da aufgehauen, ja. Okay, ja. Gut. Das soll es aber mal auf jeden Fall wieder gewesen sein. Oh, oh, da kommt einer. Schnell mal. Das soll es auf jeden Fall mal wieder gewesen sein. Für Far Cry 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.